anderes als eine Chiffre für das Gemeinsame. Sie verkörpern jenes Ethos, in dem die pluralistische Gesellschaft ihre Einheit findet. In ihnen findet der Grundkonsens seinen Ausdruck, den das auf der freien Zustimmung seiner Bürger beruhende Gemeinwesen für seinen Zusammenhalt benötigt. Die Grundwerte des Verfassungsstaates sind mehr als bloße Überzeugungen. Bei ihnen handelt es sich auch um rechtlich gesicherte und damit für verbindlich erklärte Werte. Sie finden sich in verfassungsrechtlichen Grundentscheidungen, wie etwa denen für Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit und Föderalismus, aber auch und insbesondere in den einzelnen Grundrechtsverbünden. Diese und die hinter ihnen stehenden Werthaltungen, zu deren Sicherung neben anderen die eben erwähnten Grundentscheidungen getroffen und institutionell ausgeformt wurden, verweisen auf den für die Freiheitlichkeit des Gemeinwesens schlechthin zentralen Wert. Die Anerkennung der Menschenwürde und der aus ihr fließenden Menschenrechte bildet die Grundlage einer pluralistischen Gesellschaft. Die in der Verfassung fixierten Grundwerte sind dem tagespolitischen Streit entrückt. Sie sind Teil und Fundament der Rahmenordnung, innerhalb welcher sich die Bürger bewegen. Dessen ungeachtet können auch Sie an Kurswert einbüßen. Verlieren Sie an Lebendigkeit und wird das in Ihnen zum Ausdruck kommende Ethos der Gesellschaft schwächer, so kann auch der Staat in Bedrängnis geraten. Obwohl dieser zu prinzipieller Neutralität verpflichtet ist, die ihm die Wandlung zum in letzter Konsequenz totalitären Weltanschauungsstaat untersagt, ist er aber doch nicht zu gänzlicher Untätigkeit verurteilt. Er kann seine ethische Existenzgrundlage zwar nicht selbst sichern, aber sich doch mit Zurückhaltung der Pflege der ethischen Kultur annehmen. Die Verfassung und damit die in ihr inkorporierten Grundwerte bedürfen zwar der Zustimmung der Bürger, die der Staat nicht erzwingen kann. Ihm ist es aber möglich, um diese Zustimmung zu werben. Insofern kann von einer geteilten Zuständigkeit von Staat und Gesellschaft im Hinblick auf die Pflege des gesellschaftlichen Ethos gesprochen werden. Die Aufgabe der ethischen Daseinsvorsorge fällt Staat und Gesellschaft zu. Ich komme ganz kurz zum historischen Aspekt. Europa, verstanden nicht nur als geografisches, sondern als geistig-kulturelles Gebilde, ist von ungeheurer Komplexität. Die ihm zugrunde liegenden und es tragenden Wertvorstellungen sind im Verlaufe eines mittlerweile weit über 2000 Jahre währenden, vielfach deutbaren, alles andere als geradlinig verlaufenden historischen Prozesses entstanden, der nicht nur Freiheit und Rechtsstaat und Anerkennung der Menschenwürde hervorgebracht hat, sondern auch totalitäre Großideologien. Richard Löwenthal hat die Eigenart der europäischen Entwicklung auf die Kombination von fünf Werten zurückgeführt. Er nennt die starke Betonung des Diesseits im westlichen Christentum im Gegensatz zur höheren Wertschätzung der Innerlichkeit im Ostchristentum, die Zurückdrängung der magischen Elemente des Glaubens zugunsten der Vernunft, die Ausbildung freiwillig eingegangener, die Blutsbande transzendierender Gemeinschaften, die zum Entstehen sich selbst verwalteter Städte geführt haben. Das Bewusstsein und die zentrale Bedeutung einer die Sphären der Individuen und der Gemeinschaft voneinander abgrenzenden Rechtsordnung. Und schließlich das wertbetonte Verhältnis zur Arbeit, wie es im Ordensspruch Ora et Labora zum Ausdruck kommt. Wie auch immer man zu dieser Deutung stehen mag, es leidet keinen Zweifel, dass es vielfältige Faktoren gewesen sind, die zur Ausbildung dessen geführt haben, was wir Europa in geistig-kultureller Hinsicht nennen. Der Prozess, der zu seiner Entstehung geführt hat, kann hier zeitknappheitsbedingt nicht einmal ansatzweise nachgezeichnet werden. Nur sein Ergebnis sei kurz näher in den Blick genommen. Dieses besteht in einer europäischen Moderne, die Bassam Tibi in einem von ihm als Leitkultur bezeichneten Katalog von Normen und Werten
zusammengefasst hat. Er nennt den Primat der Vernunft gegenüber der Geltung absoluter religiöser Wahrheit. Individuelle Menschenrechte, die säkulare, auf der Trennung von Religion und Politik fußende Demokratie, einen allseitig anerkannten Pluralismus und wechselseitig geltende säkulare Toleranz. Die Menschenwürde wird von ihm nicht ausdrücklich angeführt, doch ist sie implizit in seiner Aufzählung enthalten. Sie liegt nämlich den Menschenrechten zugrunde, die sich als Ausformung und Konkretisierung derselben deuten lassen und damit auch dem Staat und dem Recht. Die Menschenwürde liegt dem Staat voraus. Sie steht nicht zu seiner Disposition und ist damit etwas Unbedingtes. Diese Einsicht ist eine zentrale Errungenschaft der europäischen Kultur. Und doch wird die Menschenwürde durch bestimmte Strömungen eben dieser Kultur bedroht. Das gilt für die Ausbreitung zweckrationalen Denkens und die fortschreitende Naturbeherrschung, die vor den Menschen nicht Halt machen, ebenso wie für den radikalen, Europa in Frage stellenden Kulturrelativismus. Robert Spemann hat angesichts dieser Entwicklungen die Frage aufgeworfen, ob es Europa in der Übertragung der von ihm ausgehenden wissenschaftlich-technischen Zivilisation auf die ganze Welt mit seinem Selbstverständnis vereinbaren und verantworten könne, ich zitiere, durch die Universalisierung wissenschaftlicher Vergegenständlichung der Welt und zweckrationaler Organisation des Lebens alle traditionellen Kulturen zu zerstören, dasjenige aber für sich zu behalten, was allein diese Zerstörung rechtfertigen oder wenigstens kompensieren kann, den Gedanken des Unbedingten. Er sieht in ihm mit gutem Grund das für Europa schlechthin Zentrale. Spemann zufolge steht und fällt Europa mit ihm. Ohne den Gedanken des Unbedingten, so hat er formuliert, ist Europa nur noch ein geopolitischer Begriff. Im Übrigen ein Name für den Ursprungsort der Abschaffung des Menschen. Meine Damen und Herren, wenden wir uns nun noch kurz den verfassungsrechtlichen Aspekten zu. Gibt es Werte, die im europäischen Verfassungsrecht festgeschrieben sind, und handelt es sich bei diesen auch wirklich um europäische Werte? Jede Verfassung enthält Wertpositionen. Diese können aus einzelnen Regeln erschließbar sein oder explizit zum Ausdruck gebracht werden. Das gilt auch für das europäische Primärrecht. In diesem finden sich nunmehr neben vielen implizit verankerten Werten, die etwa in der Einrichtung des EuGH und in den Grundfreiheiten zum Ausdruck kommen, seit wenigen Jahren auch explizit als solche festgemacht. Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union zufolge sind die Werte, auf die sich die Union gründet, ich zitiere, die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. Diese Werte, ich bin noch immer im Zitat, sind allen Mitgliedstaaten einer Gesellschaft gemeinsam, die sich durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Männern und Frauen auszeichnet. Ende des Zitats. Und Artikel 21 Absatz 1 des Vertrags zufolge lässt sich die Union bei ihrem Handeln auf internationaler Ebene, ich zitiere wieder, von den Grundsätzen leiten, die für ihre eigene Entstehung, Entwicklung und Erweiterung maßgebend waren und denen sie auch weltweit zu stärkerer Geltung verhelfen will. Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die universelle Gültigkeit und Unteilbarkeit der Menschenrechte und Grundfreiheiten, die Achtung der Menschenwürde, der Grundsatz der Gleichheit und der Grundsatz der Solidarität sowie die Achtung der Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen und des Völkerrechts. Ende des Zitats. Ähnliche Formulierungen finden sich in der die gemeinsamen Grundrechtsüberzeugungen der Mitgliedstaaten zum Ausdruck bringenden Charta der Grundrechte der Europäischen Union. In ihrer Präambel heißt es, dass die Völker Europas entschlossen sind, ich zitiere, auf der Grundlage gemeinsamer Werte eine friedliche Zukunft zu teilen, indem sie sich zu einer immer engeren Union verbinden. Ende des Zitats. Um welche Werte es sich dabei handelt,
wird im Absatz 2 der Präambel in aller Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht. Ihm zufolge gründet sich die Union im Bewusstsein ihres geistig-religiösen und sittlichen Erbes, ich zitiere, auf die unteilbaren und universellen Werte der Würde des Menschen, der Freiheit, der Gleichheit und der Solidarität. Ende des Zitats. Dazu kommen noch andere, denn die Union, so wird weiter ausgeführt, beruht auf den Grundsätzen der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit und stellt die Person in den Mittelpunkt ihres Handelns, indem sie die Unionsbürgerschaft in einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts begründet. Auch bei diesen Prinzipien handelt es sich um Werte, zu deren Erhaltung und Entfaltung die Union, so der Absatz 3 der Präambel, beizutragen hat. Insgesamt findet sich so in den Bestimmungen des Unionsrechts das an Werten zusammengefasst, was auch im Blick auf die historisch-politische Entwicklung Europas als das Europa Tragende angesehen werden kann. Dazu zählt auch das Unbedingte und Unverfügbare in Gestalt der Würde der Person und des Gebotes, den Menschen als Selbstzweck zu verstehen. Er wird im Artikel 1 der Grundrechtecharta ausdrücklich angesprochen, welcher die Würde des Menschen für unantastbar erklärt und gebietet, sie zu achten und zu schützen. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch ein paar abschließende Bemerkungen machen. Angesichts des im Verfassungsrecht der Europäischen Union explizit verankerten Wertebestandes scheint die Fortführung der Wertedebatte auf europäischer Ebene, jedenfalls in rechtspolitischer Hinsicht, prima vista nicht weiter sinnvoll zu sein. Das, worauf es ankommt, ist längst anerkannt. Und doch kann ein Ende der Debatte nicht erklärt werden. Der Prozess des Deutens und Auslegens des Vorhandenen ist nämlich unabgeschlossen und unabschließbar. Er wird weitergehen. Und das macht es nicht zuletzt auch deshalb, weil die Werte der Implementierung bedürfen, notwendig Position zu beziehen. Die Weiterführung der Wertedebatte ist aber auch deshalb notwendig, weil die politische Instrumentalisierung von Werten nicht ohne Gefahren ist. Beginnen nämlich politische Handlungseinheiten, sich als Wertegemeinschaften zu verstehen, dann droht die Gefahr, dass unter Berufung auf Werte das jeweils geltende Recht negiert und damit im Effekt das mit Füßen getreten wird, was man vorgibt, schützen zu wollen. Es entbehrt nicht einer gewissen Pikanterie, dass im Rahmen der unter Berufung auf die europäischen Werte erfolgten Verhängung der Sanktionen über Österreich ausgerechnet der europäische Wert der Rechtsstaatlichkeit missachtet wurde. Gleiches gilt für einzelne Maßnahmen im Umgang mit der Staatsschulden- und Finanzkrise. Aber auch die offenkundigen strukturellen Defizite der Integration machen es notwendig, weiter über Werte und deren Verwirklichung zu diskutieren. Wenn Europa als Freiheitsordnung Bestand haben soll, dann wird es erforderlich sein, an der Beseitigung institutioneller Mängel zu arbeiten und Entwicklungen zu wehren, die darauf hinauslaufen, Freiheit durch immer mehr und immer engmaschigere Rechtsvorschriften zu ersticken. Und schließlich gilt, dass Grundwerte nicht bloß überkommen, sondern auch aufgegeben sind. Sie bedürfen der Erneuerung in dem Kreislauf subjektiver Aneignung und objektiver Betätigung. Ob ein solcher Kreislauf aber in Gang kommt und am Laufen bleibt, hängt allein vom Engagement der Unionsbürgerinnen und Bürger ab. Herzlichen Dank.